Filmst du es an? Ja. Gut, das passt. Also, Friedhofstraße. Rechts unten ist das Gaspedal. Ach, seit wann? Naja, manche wissen das nicht so genau. Ach so, ja, klar. Erichs eleganter Leichenwagen stand da. So, und jetzt geht's hoch auf den Horeb. Der Ecke, das Wirtshaus Arius, da habe ich früher meinem Papa immer Bier geholt. So. Ja. Und das ab hier, das war mein Schulweg in die Volksschule. Parken, okay. Parken. Die steht allerdings unter Denkmalschutz. Das ist schon mal was wert, das gesicherte Dach. Man kann ja nicht alles abreißen.
bist du. Das bin ich, ja. Ja. Ich hatte gerade geguckt, wo stehst du denn? Ah, das ist eine schöne Fassade, du.
So, da bin ich. Fein, fein. So, da bin ich. Fein, fein. Also.
Der Karolinensaal in Pirmasens, von der Leichenhalle zum Kulturzentrum. Die ehemalige Leichenhalle wurde vor einigen Jahren renoviert und ist heute ansprechender Veranstaltungsraum für kleinere Kulturveranstaltungen, vor allem Konzerte und Vorträge. Benannt wurde das Gebäude nach Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt. Auch der alte Friedhof selbst ist ein Kulturdenkmal der Stadt Pirmasens. Der alte Friedhof als grüne Insel in der Stadt lädt mit seinem schönen Baumbestand zum Spazieren und Entspannen ein. Die Gründung des Friedhofs erfolgte um 1740 außerhalb der Stadtmauern. Zwischen 1929 und 1953 waren aufgrund der räumlichen Enge nur noch Bestattungen in Familiengräbern möglich. Von 1973 bis 1976 erfolgte die Umwandlung in einen Stadtpark. Dabei blieben die kunstvollen und stadtgeschichtlich sowie handwerklich bedeutsamen Grabmäler und das Germania-Denkmal von 1938 erhalten. Ebenso das durch den alten Baumbestand vorgegebene Wegenetz. Durch Erweiterung des Rhododendron-Gartens, Erneuerung und Vergrößerung von Pflanzflächen und Einfügen schattenverträglicher Stauden- und Zwiebelgewächse wurde ein ganzjährig attraktiver Park mit besonderem Blühcharakter geschaffen, in den sich moderne Kunstobjekte aus Sandstein harmonisch einfügen.1998 fand in Pirmasens ein internationales Bildhauersymposium auf dem Gelände des alten Friedhofes statt. Für 4 Wochen arbeiteten und lebten 10 Künstler aus 6 Ländern in Pirmasens zusammen. Unter den mächtigen Bäumen des alten Friedhofes fanden sie das entsprechende Ambiente. Das internationale Bildhauersymposium ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des rheinland-pfälzischen Kulturgeschehens geworden und hat schon viele Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Regionen und Nationen zusammengeführt. Beim Symposium in Pirmasens entstanden 10 Großplastiken in Stein, die einen wichtigen Beitrag für den Skulpturenweg Rheinland-Pfalz bilden. Der internationale Anspruch des Symposiums korrespondiert mit dem in Stadt und Region fest verankerten grenzüberschreitenden Denken. Durch die Lage der Stadt zwischen französischer Grenze und der Gemeinde Rotalben, die 1995 das Symposium beherbergte, wird der europäische Skulpturenweg, der von der elsässischen Grenze durch die Pfalz, den Hunsrück, den Westerwald und die Eifel bis an die belgische Grenze führen soll, Zitat Dr. Rose Götte, in einen wesentlichen Bereich ergänzt und vervollkommnet. Der Arbeits- und Ausstellungsort Alter Friedhof in Pirmasens stellt ein reizvolles Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne dar.
Die Skulpturen bilden einen Kontrast zu den Grabmalen, dem Kriegerdenkmal und der Bronzestele der Landgräfin Caroline von Hessen-Darmstadt. Der alte Friedhof liegt im Stadtzentrum von Pirmasens. Ursprünglicher Baumbestand und noch vorhandene Grabsteine schaffen eine Atmosphäre der Besinnung und Ruhe. Die großzügig angelegten Rhododendron-Inseln geben dem ehemaligen Gottesacker einen Parkcharakter. Das war früher mein Spielplatz da links. Ja. Einer meiner Spielplätze. Ganz schön wackelige Angelegenheit für eine Allee. Ausgezeichneter Straßenbelag hier. Ah, das kann ich dir sagen. So. Ausgezeichnet. Ja. Ja, ist ja auch das Pirmasenser Nobelviertel. Ja. Was damit brauchen, die wach werden oder so. Was brauchen die Straßen? Jetzt mal ehrlich, du. Das war auch schon mal anders. Ja. Ja, das ist eine der
Steinberger Villen. So, jetzt sind wir raus und da vorne ist ein Häufer. Ja.